Wie können wir versuchen, Hassliteratur, Hassprediger in unseren Schulen, in unseren Straßen zu verbieten, einerseits, und andererseits den ärgsten Beispiel Hassliteratur im Westen zu ädieren? Herr Adler, werden Sie sich Hitlers Mein Kampf als Klassiker ins Regal stellen? Ich? Nein, niemals. Wie kommen Sie auf den Einfall? Warum werden Sie das nicht tun? Sein grauenhaftes Buch, eine Hetzschrift, ein verrückter Text von einem Wahnsinnigen oder einem Halbwahnsinnigen geschrieben, der sein Volk verleitet hat und in den Abgrund geführt hat und Millionen andere Menschen auch vernichtet hat. Von einem solchen Menschen brauche ich kein Buch in meiner Regale. Warum glauben Sie nicht, dass die kommentierte neue Auflage von Hitlers Mein Kampf zur Aufklärung über die NS-Zeit beitragen könnte? Wir wissen seit etwa 90 Jahren, worum es bei Mein Kampf, worum es sich da handelt und dass das ein entsetzliches Buch ist. Seit 1945 arbeitet man gewissenhaft daran, die NS-Zeit zu erhellen, aufzuklären und die Erkenntnisse zu verbreiten unter Wissenschaftlern und das Volk. Mein Kampf ist ein wichtiges Werk für den Forscher, aber sollte nicht eine zentrale Stelle in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit einnehmen. Bietet jetzt nicht aber auch die kommentierte Neuauflage die Möglichkeit, Hitler zu demontieren? Ja, wer heute den Text als verzaubert oder mythisch versteht, dem wird man nicht mehr helfen können. Wir wissen schon längst, worum es sich hier handelt. Die wichtigsten Punkte sind schon längst aufgeklärt. Und eine Edition kann Aufklärung nicht eigentlich vollziehen, denn eine Edition im Prinzip dient dazu, die Worte des Autors zu verbreiten. Und wir besitzen keine Techniken in der Editionstechnik, um Texte zu negieren. Seit 2000 Jahren versuchen Leute, Texte zu edieren, um den Standpunkt des Autors zu vertreten. Dies ist das einzige Mal, das einzige mir bekannte Mal, wo man versucht, einen Text zu edieren, um ihn zu demontieren. Das geht aber nicht. Es funktioniert nicht, weil man Stück für Stück sich mit dem Wahn des Autors konfrontieren muss und auf sein Niveau hinabsinken muss. Mit Hitler argumentieren heißt Hitler ernst nehmen, das heißt gewissermaßen seine Argumente wieder instand zu setzen. Das ist unmöglich. Welche Art der Aufklärung halten Sie denn für sinnvoll? Ja, ich halte es für sinnvoll, dass Gelehrte wissenschaftliche Kommentare veröffentlichen und Handbücher. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass man Broschüren und kleine Hefte, Videos und Filme in Schulen verbreitet, wo man nicht nur Mein Kampf bringt, sondern auch Hitlers Reden, Aussprüche und Interviews mit Opfern, die ganze NS-Zeit aufarbeitet, nicht aber den einen Text in Szene setzt. Hier in Deutschland wird auch momentan darüber diskutiert, an welchen Schulen Auszüge aus Hitlers Mein Kampf im Unterricht Eingang finden. Also inwiefern das eventuell auch zur Pflichtlektüre im Geschichtsunterricht wird. Wie sehen Sie das? Ich halte das für unnötig, für überflüssig, für überbeflissen. Man kann vielleicht kleine Zitate in Geschichtsbüchern, in Broschüren bringen, aber regelrecht Auszüge zu bringen, scheint mir völlig verfehlt. Haben Sie die Befürchtung, dass Hitlers Mein Kampf hier in Deutschland auf den Bestsellerlisten landen könnte? Ja, schon, es ist schon fast dort. Der Historiker Peter Longerich hier an der Londoner Universität hat in der Neuen Zürcher Zeitung vorausgesagt, dass diese Edition zum Bestseller werden wird. Und den Bestellungen nachzuschließen, wird das auch stattfinden. Glauben Sie, dass diese Neuauflage auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt erscheint?
Ja, es ist immer ein schlechter Zeitpunkt, Mein Kampf aufzulegen, aber heute ist der Zeitpunkt ganz besonders schlecht. Diese Edition wird zu einem Zeitpunkt herausgebracht, als wissenschaftliches Werk, wo die politische Situation für die Aufnahme denkbar schlecht ist. Wie können wir versuchen, Hassliteratur, Hassprediger in unseren Schulen, in unseren Straßen zu verbieten? Einerseits und andererseits den ärgsten Beispiel Hassliteratur im Westen zu edieren. Das geht sich irgendwie nicht aus.